Hallo Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind in Ledeczko, genau gesagt beim Müller von Ledeczko. Und das hatte ich in der letzten Episode schon versucht anzufangen, da wollte es aber noch nicht. Und dementsprechend schauen wir da jetzt nochmal, dass wir das vielleicht diesmal gebacken kriegen. Ich wollte gerade noch schauen, diese Brigantin hier hat unheimlich gute Werte. Ich habe gerade eben bei Yenda geguckt, welche Rüstungsteile nicht mehr als gestohlen markiert sind. Und selbst der Mailänder Kurzkürass hat nur 19er Wert. Kampfwert. Die Brigantine hat einen 20er. Das heißt, wir brauchen qualitativ unheimlich gute Plattenrüstung, damit wir wirklich was davon haben. Ich bin ein bisschen schockiert. Okay. Wie ihr seht, schon wieder über 1000 Groschen. Wenn die nicht als gestohlen markierten Sachen nicht besser sind als das, was wir tragen, verkaufen wir das natürlich. Unseren Kurzkürass und ein paar andere Plattenteile bringen dann doch ganz gut Geld ein. Die Bezahlung ist jämmerlich. Früher haben wir mehr verdient. Ja, aber das ist auch eine Mühle, keine Silbermine. Ha. Unser alter Vormann Wendel war so ein Holzkopf wie dieser Thomas. Und das will was heißen. Ja, aber jetzt sind wir nun mal hier. Wir müssen noch ein Weilchen durchhalten, dann suchen wir uns was anderes. Ich sage nur, je früher wir abhauen, desto besser. Sonst drehe ich noch durch und ziehe ihm eins über die Rübe. Was für eine wunderbare Idee. Das wäre echt hilfreich. Hat dir das erste Mal nicht gereicht? Oh Junge, da kommen wir gerade rechtzeitig. Zu Diensten sein. Ja, das will ich doch hoffen. Jetzt klingt ja super, was ihr hier macht. Seid ihr hier zufrieden? Das Geld ist den Ärger nicht wert. Wenn's nach mir ginge, wäre ich längst über alle Berge. Was ist passiert? Habt ihr zwei euch Ärger eingebrockt? Ein toller Freund bist du. Nimmst gleich an, wir wären schuld. Komm schon, ich kenne euch. Ich musste das fragen. Mag sein, aber jetzt... Der Vormann hat's auf uns abgesehen. Würde uns die Haut abziehen, wenn er könnte. Okay, erzähl mal. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre. Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Das kann ich mir vorstellen. Und das, ich habe vorher ja schon gehört, dass der Vormann hier ziemlich schlimm sein soll. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein, er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen, aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Hm. Okay. Erzählt mir alles, danach höre ich mir seine Version an, die Wahrheit liegt in der Mitte und danke, Matthäus, du bist eine große Hilfe. Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt, er ist ein Arsch. Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Okay, das klingt so, als würdet ihr irgendwas planen. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich rede mit ihm. Danke. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Das klingt so. Auf bald. Als könnten wir... Du bist der Troll des Monats. Das gibt's gar nicht.
Ja, der redet mit meinem Kumpel, ich bin nicht im Mittelpunkt. Da stelle ich mich jetzt mal direkt vor seine Nase. Und die sind fertig, dann gehe ich wieder arbeiten. Hals umdrehen könnte ich dir. So, lass mal gucken. Diplomatie ist gefragt, würde ich sagen. Gott sei mit dir. Ja, das warten wir mal ab. Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Gut, dass ihnen jemand den Rücken stärkt. Auf bald. Das klingt ein bisschen anders als das, was wir da gehört haben. Okay, Moment mal. Oh, jetzt muss ich mit dem Troll reden, oder was? Na toll. Das wird super. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Gezwungenermaßen. Matthäus hat mir erzählt, dass der Vormann ein Tölpel ist und ihr ihn nicht gerade gern habt. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Das würde helfen. Wirklich. Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Verstehe. Bis zum Bauch? Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Bis zum Bauch im Wasser. Wahrscheinlich ist er mit dem Bauch voran in die Pfütze gefallen. Ich habe mit ihm geredet und fand ihn ganz in Ordnung. Versuch mal mit ihm zu arbeiten. Er ist eine hinterlistige Schlange und ein Großkotz. Du solltest sehen, wie er sich rausputzt, wenn er mit Lorenz würfeln geht. Wer ist Lorenz? Auch ein Gehilfe? Ja, aber bei der Nachbarmühle. Man nennt ihn den Zaunkönig, weiß der Teufel wieso. Thomas geht dort zum Würfeln hin. Würfeln? Na, da können wir ihm eine Lektion erteilen, glaube ich. Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schrecklich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Es ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthäus nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine. Aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also vor? Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Wieso überredest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wir könnten ihn zu Lorenz locken, auf eine Partie würfeln. Dann müsste er durch die Wälder. Ich denke darüber nach. Warum locken? Das macht er ohnehin. Übrigens wärst du ein ganz furchtbarer Bandit. Das dauert nicht lang und auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Alles Gute. Und dann kenne ich deinen aufstrebenden jungen Ritter, der dich mit Vergnügen platt macht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich wollte auf die Uhr gucken. Es ist jetzt noch nicht mal Mittag. Jetzt schon ins Bett zu gehen, ist selbst für Heinrich ein bisschen dreist. Da drüben ist ein Badehaus. Das könnte einen auch wieder auf die Beine bringen, aber das dauert 4-5 Stunden. Ich will nicht, dass uns dadurch irgendwas kaputt gemacht wird. Stifte Frieden in der Mühle, arrangiere einen Kampf mit Thomas. Oder erkläre die Probleme, die Matthias und Fritz mit Vormann Thomas haben. Also das ist die Hauptaufgabe. Dann reden wir mal mit Thomas. Ich denke, das könnte wichtig sein.
Grüß dich, Heinrich. Mit ihr können wir nicht reden. Mit ihm können wir reden. Gott schütze dich. Hallo? Bist du mit den neuen Arbeitern zufrieden? Sie verstehen ihr Handwerk. Aber ständig muss einer hinter ihnen stehen und sie im Auge behalten. Im Ernst? Oh ja. Solange ich dabei bin, läuft alles wie geschmiert. Aber ich brauche mich nur umzudrehen, schon höre ich Thomas brüllen. Ich weiß. Ohne Thomas wäre ich aufgeschmissen. Er hält für mich die Augen offen. Wenn er nicht hier wäre, würde bei der Mühle nichts rundlaufen. Das wäre alles, Müller. Ah, ich weiß nicht, ob du dir da sicher sein kannst. Mach's gut. So, Thomas. Ihn provozieren ist vielleicht nicht so prall. Wir könnten ja mal versuchen, mit ihm zu würfeln. Dann kriegen wir vielleicht auch mit, was er so für ein Mensch ist. Lorenz aus Budin lässt ausrichten, dass er heute Abend Zeit und Groschen hat. Lorenz aus Budin? Der Zaunkönig. Du hast mit Peschek, dem Müller, zu schaffen. Ach, du irrst dich. Peschek ist der Müller der Rataya Mühle. Hast recht. Hab was durcheinander gebracht. Lorenz, sagst du? Ja, Lorenz. Ja, Lorenz. Tja, ich habe gerade viel zu tun. Sag ihm, es kann ein Weilchen dauern, bis ich wieder Zeit habe. Okay, werden wir ausrichten. Ich glaube, das lief nicht so gut. Wegen der beiden. Ein Wunder, dass ich sie noch nicht fortgeschickt habe. Ja, aber... Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ja, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Was aber? Die Mühle wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Wir reden mit ihnen. Ich denke, das ist nur fair. Dann ist das Zeug an der Mühle erledigt. Die Mühle ist wieder in Schuss. Jeder kann seine Arbeit machen. Die haben ihr Geld, sind also glücklich. Und danach kommen sie nach Pribislavitz und arbeiten für uns. Easy. Alle sind glücklich, alle zufrieden. Arbeit wird gemacht. Geld wird bezahlt. Das nennt man ein Deal. Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das. Lebewohl. Wird gemacht. Also. Leute, das ist ein Kindergarten. Ich habe mit dem Müller gesprochen und... Sag nichts. Es war die reinste Zeitverschwendung, oder? Na, das ist wahr. Er sagt, ihr werdet fleißig, wenn er bei euch ist. Aber wenn nicht... Pah, Thomas ist eine hinterlistige Schlange. Er muss sich bloß ein paar Mal beklagen und schon ist der Müller auf seiner Seite. Scheint, als könnten wir seine Meinung nicht ändern. Kein bisschen. Der Müller mag ohnehin denken, was er will. In Wahrheit hat Thomas das Sagen. Das könnte wohl stimmen. Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Vergiss es. Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl! Der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. 100 Groschen! Die könntet ihr so viel besser gebrauchen! Ihr seid einfach ein bisschen... Gott sei mit dir. ...schlecht möbliert da oben. Der da besonders.
Okay, damit hätten wir wenigstens das irgendwie gepackt. Aber irgendwo bin ich mal falsch abgebogen. Die Mission lief nicht so, wie sie sollte. Der Questverlauf, den ich eigentlich gebraucht hätte, daran habe ich gerade nur nicht gedacht, dummerweise, sind wohl auch schlecht möbliert, war eigentlich, dass wir im Wald auflauern. Und dazu hätten wir kumanische Ausrüstung organisieren müssen, dass wir aussehen wie Kumanen, um es denen in die Schuhe zu schieben. Und das wiederum hätte andere Missionen ausgelöst. So, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problemchen. Ich überlege gerade, in welcher Reihenfolge wir jetzt vorgehen. Klar ist, dass Heinrich demnächst mal schlafen müsste. Das könnten wir entweder in einem Badehaus tun oder in einem Bett. Traditionell. Bett ist günstiger. Und man könnte in der Truhe neben dem Bett mal nachschauen, ob inzwischen unsere Fundsachen nicht mehr als gestohlen markiert sind. Das wäre mal nicht schlecht. Und das machen wir in Ratei. Und wenn wir schon dort sind, können wir auch nochmal mit Adam sprechen. Denn das, was ich gerade gemacht habe mit der Mission, hängt auch alles mit Adam zusammen. Ich will ihn als Schankwirt haben in Pribislavitz. Und deswegen gehört noch alles irgendwie dazu. Jetzt habe ich natürlich nicht den Questverlauf, den ich eigentlich gebraucht hätte. Das heißt, eine Folgequest hat nicht ausgelöst. Wahrscheinlich muss ich dann aus einer anderen Richtung an die Mission mit Adam rangehen. Und ich habe dann noch eine Möglichkeit in der Nähe von Neuhof. Die Missionen in dem Spiel sind ziemlich ineinander verschachtelt und weit verzweigt. Das ist sehr beeindruckend. Also man kann hier zwar einfach durchmarschieren und die Hauptquest machen, hat dann aber wirklich nur einen Bruchteil von allem gesehen. Und für die Nebenmission gibt es zum Teil viele Möglichkeiten, wie man da herangeht an die ganze Geschichte. Dementsprechend, ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal ganz kurz nach der Kiste. Reden mit Adam und schauen dann, dass wir Heinrich vielleicht mal ein bisschen Schlaf gönnen. Der arme Kerl ist sicherlich schon ganz gehetzt. Nehmen! Na also, die Sachen sind zum Teil nicht mehr als gestohlen markiert. Alles, was nehmen ist, hat effektiv keine echten Nachteile mehr. Nehmen wir mit. Zaumzeug. Die sind noch zum... Warhaus-Geschichten bleiben in der Kiste. Dann sind wir fertig. Sind dann nur noch diese richtig teuren Sachen. Das ist dann aber erstmal okay. Dann brauchen wir als nächstes wahrscheinlich einen Händler. Das ist die Frage, ob der Rüstungshändler wieder Geld hat. Ansonsten kriegen wir einiges davon sicher beim Alchemisten los. Oben beim Schmied kriegen wir es mit Sicherheit los. Aber alles in allem würde ich sagen, hat der Rüstungshändler im Normalfall mehr Groschen. Ehrenwerte Größe, wie kann ich dienen? Indem du mir deine Groschen überlässt. 2800 davon hast du. Na, das ist besser als nichts. Dafür kriegen wir auf jeden Fall schon mal die los. Und das los. Und ganz unten. Hufeisen, Sattel. Alles in allem eine Menge Zeug. So, wieder bei 4000 Groschen angekommen. Das ist schon mal ganz okay.
Dann gucken wir mal. Der Alchemist kauft so ziemlich jeden Müll. Können wir mal gucken, ob er uns auch das abkauft. Schön, dich zu sehen. Und meistens hat er auch ein bisschen Geld. Ja, 1100. Besser als nix. Na also. Läuft. Den müssten wir noch selbst durchlesen irgendwann. Die Schatzkarte haben wir gelesen. Die können wir verkaufen. Rabenfedern sind erstmal nichts wert. Alchemie betreiben wir nicht. Ist, glaube ich, eine Zutat. Dementsprechend können wir das weggeben. Jo, ich denke, das war's hier. Okay, dann reden wir als nächstes mit Adam. In der Hoffnung, dass wir seine Mission jetzt doch schon starten können. Aber ich glaube nicht, weil wir haben die Bedingungen, glaube ich, noch nicht erfüllt. Davon abgesehen ist das dann relativ nah am Ausgang. Nur passt das Timing-mäßig noch überhaupt nicht, wegen Schlafen. Das kriegen wir schon Gott hin. Gott sei mit dir. Moin. So, wie sieht's jetzt aus mit Pribislavitz? Adam, hör mal. Du bist ein freundlicher Geselle und kennst dich mit Wirtshäusern aus. Wie fändest du es, als Wirt für mich zu arbeiten? Was? Ich? Als Wirt? Ich habe eine Schenke in Pribislavitz. Herr Divisch hat mich damit betraut, dort neue Häuser zu bauen. Aber wer will in einem Dorf ohne Schenke leben? Und jemand muss sie betreiben. Sehr gerne, Heinrich, aber es geht gerade nicht. Frag mich ein anderes Mal, falls du da noch Bedarf hast. Ja, kann ich verstehen. Alles Gute. Okay. Dann habe ich, glaube ich, noch eine Möglichkeit, aus Richtung Neuhof an Adam ranzukommen. Ja. Der Trick ist, dass wir im Prinzip... Also die Schankwirte kennen sich untereinander. Und der Schankwirt hier heißt, glaube ich, Andrew. In der englischen Version heißt er auf jeden Fall Andrew. Weiß der Teufel, wie er hier heißt. Da kommt er. Name wird fantastisch. Gott sei mit dir, edler Und Ritter. Bei einer Questreihe ist er involviert und er schickt uns dann zu Adam. Das ist quasi der Auslöser. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Woher soll ich das wissen? Weil du vielleicht der Wirt bist und hier Dinge hörst. Oder zumindest freundlich bist, wenn du nichts hast. Entschuldige. Ja. Okay, so viel zu der Geschichte. Dann reizen wir das mit dem Müdesein noch ein bisschen aus und wir schauen mal Richtung Neuhof. Und da gibt es auch noch eine Schenke. Und vor dieser Schenke steht eine Frau. Und die gibt uns auch eine Mission. Und ich glaube, eine Folgequest davon ermöglicht uns diese Adam-Geschichte auch. Oh Junge. Ist eigentlich schon eine ganze Weile her, dass ich mich da reingelesen habe. Und das alles so aus dem Gedächtnis zu machen, ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite haben wir auf die Art auf jeden Fall die ein oder andere Nebenmission gemacht. Das ist ja auch mal ganz nett. Und ich möchte schon, dass Pribislavitz noch ein bisschen aufblüht. Also ich weiß, dass wir Fritz und Matthäus ebenfalls nach Pribislavitz kriegen. Oder sollten wir zumindest. Und zwar, sobald die beiden fertig sind mit ihrer Arbeit in der Mühle, dann brauchen sie wieder was. Und das müsste dann der Zeitpunkt sein, wo wir sie nach Pribislavitz holen können. So, das hier ist die Mission, zu der wir wollen. Das ist die Person. Wir sind gerade ungefähr hier. Ja. Ich glaube, am Horizont hat man das Dach kurz gesehen. Naja, mit Yenda geht es ja eigentlich. Yenda ist ja so höllenschnell. Entschuldigung, kannst du mir helfen?
Ich sehe keine Banditen. Hey, kannst du mir helfen? Ich bräuchte eine Wegbeschreibung. Eine Wegbeschreibung, okay. Gelobt sei Jesus Christus. Moin. Wo soll's hingehen? Nach Uschitze. Ich muss zum Vogt. Uschitze ist im Norden. Da musst du durch den Wald. Das ist nicht so ganz einfach. Du musst nach Norden, durch den Wald. Ah, hab vielen Dank. Alles Gute. Ja, gerne doch. Mit dem Tempo wirst du bestimmt irgendwann dort ankommen. Und für einen Händler? Ja. Naja, so eilig kann das nicht haben. Weiß der Teufel, womit der handelt. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich hätte ihm sagen sollen, dass er mir den Pfarrer von Uschitze grüßen soll. Naja, im Zweifelsfall reiten wir selber dahin und besuchen ihn mal wieder. Ich meine, bis der Händler mit dem Tempo in Uschitze ankommt, könnte unser Pfarrer längst an alter Schwäche verstorben sein. Das ist die Person, die wir suchen. Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du einer Jungfrau in Not zu Hilfe. Kennst du eine? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich hab Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Okay. Ein bisschen bedrohen und dann zahlt er seinen Kram, würde ich sagen. Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Ja, mehr als null. Na, gucken wir mal. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Alles Gute. Dann gucken wir mal, ob wir das gebacken kriegen. Die macht so einen Aufriss wegen 20 Groschen. Da höre ich doch schon wieder Musik. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Schon da. Das ist natürlich die Frage. Welcher ist unserer? Ich würde fast sagen, der da. Schön, dich zu sehen. Auf bald. Wir könnten es ihm natürlich beim Würfeln abnehmen. So, wie kriegen wir den? Oh, das ist außerhalb. Entschuldige, falscher Kunde. Geht also ein Stück in diese Richtung. Ja, den finden wir. Sag mir nicht, der da ist es. Doch, der da ist es. Taschendiebstahl ist doch überhaupt nicht mein Ding. Andererseits, der läuft durch ziemlich gefährliche Wälder. Ich meine, da könnten überall mal Kommanden auftauchen. Wie schnell hat man einen Pfeil im Rücken? Das ist wirklich unglaublich. Das ist echt gefährlich. Seht ihr, schon hat sie ihn erwischt. Kaum redet man drüber. Da hätten wir das. Oh, nett. Truhenschlüssel, Türschlüssel.
Unglaublich, was die Kommanden alles in der Gegend rumliegen lassen. Denen muss man auch alles hinterhertragen. Furchtbar sowas. Naja, ich denke. Nie was passiert. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Irgendjemand wird sich vielleicht irgendwann mal darüber wundern, warum der nicht nach Hause kommt, aber das ist nicht mein Problem. Ich schätze, wir können hier drüben mal ein bisschen nach Türen und Truhen gucken. Früher oder später finden wir bestimmt irgendwas, wo ein Schlüssel passt, den wir haben. Ja. Unglaublich, was man heutzutage alles im Wald findet. Die Leute schmeißen auch jeden Mist weg. Wie, das war nicht freundlich. Findet ihr? Och. Wir sind Söldner, wir haben die Aufgabe bekommen, das Zeug zu organisieren. Habt ihr mal Taschendiebstahl mit einer Plattenrüstung probiert? Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. Tausend Dank. Hier, behalte die Hälfte. Yay, ich habe gerade einen abgemuckst. Für 10 Groschen. Ich bin so stolz auf mich. Hast du noch einen anderen Auftrag? Für dich immer. Mit dem Geld kann ich Essen kaufen, aber ich habe niemanden, der mich nachts warm hält. Damit kann ich nicht dienen. Oder soll ich etwa eine Decke für dich stehlen? Keine Decke, einen Wollschal. Meinen Schal. Ich war verzweifelt, also habe ich ihn für ein paar Bissen verkauft und jetzt tut's mir leid. Hol ihn mir zurück, bitte. Wie wär's, wenn ich dir 2 Schafe und 2 Stricknadeln herstelle? Dann kannst du dir 9 Schal stricken aus den Schafen. So gut wie erledigt. Danke, Herzchen. Ich habe den Schal einer Frau gegeben. Sie lebt im Dorf, nicht weit von hier, in westlicher Richtung. Und damit es sich für dich lohnt, sie hat ein schönes Buch in ihrer Truhe versteckt. Das ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert. Mach's gut. Und das ist garantiert eine Bibel. Aber ich meine, wir haben heute ja schon genug gesündigt. Da kommt's drauf auf eine geklaute Bibel auch nicht mehr an. So, kleine Ortschaft, ja. Westliche Richtung. Ich habe das Gefühl, da wollte er hin. Und da sie das hat, kann es sein, dass ich irgendwie eine Familie für sie auslösche und sie zwielichtige Gründe dafür hat? Ich meine, wir können nichts davon beweisen. War er wirklich ein Freier? Er hatte zwar einen Beutel mit Groschen dabei, aber das trifft doch so ziemlich jeden hier zu. Ich bin mir sicher, sie hat mal eine Frau mit einem schönen Schal gesehen, der ihr gefällt. Ob das mal ihrer war, können wir unmöglich beweisen. Du sitzt... So, hilf mir doch jemand! Was zum Geier? Was ist passiert? Der Bauer hat mich und die Kleine vor die Tür gesetzt, der Hund Zwott. Er hat sie gezeugt und uns rausgeworfen, dass seine Alte ihm nicht die Augen auskratzt. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig Milde, guter Herr. Hättest du nicht was zu essen für mich, Herr? Einen Kanten altes Brot? Hab seit Tagen nichts gegessen. Ja, Die Flüchtlinge in Ratai, Dingsda, Pribislavitz heißt die Ortschaft. Ich kann dich dahin bringen und... Da geht's dir dann gar nicht so wahnsinnig schlecht, würde ich sagen. Warum gehst du nicht nach Ratai? Dort sind andere Mittellose. Jemand würde sich um dich kümmern. Die haben mich verjagt. Oh, das wusste ich nicht. Ich würde den Kindern gern mehr zu essen bringen als Eicheln. Hast du nichts für mich, Herr? Kindern, jetzt sind's schon mehrere. Wie schnell geht das bei dir? Essen? Ich schau mal. So, was haben wir denn? 4 Bier sind ein Schnitzel. Achso, sie will nur einmal. Bitteschön. Wie wäre es hiermit? Danke dir, Herr. 1000 Dank. Da werden es die Kinder aber lustig haben nachher. Das wird super. Ach ja, wenn die Kinder richtig geskillt sind, können sie danach Schlösser knacken. Oh Junge. Ich sehe schon, heute ist aber auch ein Tag voller guter Taten.
Erst bringen wir Groschen zurück, dann räumen wir den Wald auf. Jetzt versorgen wir Kinder mit flüssigen Schnitzeln. Ja, das ist ein Tag wie jeder andere. Okay, was ich eigentlich machen wollte, war gucken, wo wir das Zeug finden. Da steht sie. Sie sagte was von westlicher Richtung. Sie meinte wohl das andere Westen. So ein Unglück. Okay, dann würde ich sagen, das wird für heute gut sein. Wir sehen uns in der nächsten Episode im anderen Westen und schauen mal, was wir da machen können mit dem Wollschal. Bis dahin, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.